passt am besten zu einem Videospiele. Gaming, ja! Leute, Kat hat einfach ein Placement gemacht für Far Cry. Jo Leute, was geht ab vom Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal, Leute. Heute mal ein überaus komplett behindertes Video, Leute. Wir machen nämlich heute mal die 5 lustigsten Placements und zwar zusammen mit Klängern. Moin Leute. Und ja Leute, wir haben uns natürlich wieder richtig krasse Sachen rausgesucht. Unter anderem wieder mit Katja Savage. Und ich würde mal sagen... Ja, Titten! Ja! Na Leute, wir hauen jetzt mal direkt raus und wir fangen an mit Platz Nummer 5 und das erzählt euch jetzt der liebe Klängern. Platz 5 ist einfach, also man kann ihnen ja nicht böse sein, ne? Dieses Placement ist eigentlich schon legendär, ja, denn wer bringt es einfach, bei Varo ein Placement zu machen? Broken Farms Varo 3, diese Sparta Epic Placement, sie haben sogar einen Titel geschrieben. Ein Applaus für Broken Farms. Einfach komplett drauf geschissen, Varo genommen, Placement gemacht. Also das feiere ich eigentlich schon wieder. Also wer das nicht kennt, Varo ist halt dieses PvP-Projekt von allen großen YouTubern, wo es halt Regeln gibt und man sowas darf, okay, man darf es eigentlich schon, ne? Ja, aber alle geben sich so mega die Mühe, spielen so richtig ernst, bearbeiten ihre Videos voll. Ja, heute wird wieder gefightet, die so, ja, wir mean, wir machen Placement hier, Browser-Games, bla bla bla, fertig. Hä? Minecraft ist dein Lieblingsspiel? Spartacus, War of Empires. Erster Link in der Beschreibung, Jungs. Unnormal nice, Alter. Ja, dafür gibt's den Win der Woche auf jeden Fall. Dafür gibt's für den Win der Woche. Platz Nummer 4 ist von der lieben mir relativ egal. Ja, so heißt der Kanal. Auf jeden Fall waren die im Heidepark mit einer Deo-Marke. Und ich habe den Sinn von dem Video einfach nicht verstanden, weil am Anfang ging es halt los, die sind ganz normal Achterbahn gefahren, aber irgendwann ging es dann los. Ja, wie fandst du die Achterbahnfahrt? Cool, die hebt wirklich den Daumen nach oben und dann kommt eine andere von der Seite und sprüht mit Deo unter die Arme. Oh, es ist aber heiß hier. Hebt die Hand so an die Stirn und dann kommt eine mit diesem Deo und sprüht dir Deo unter die Arme. So nice, Mann. Weißt du, was das Niceste ist? Dieser Tanz. Ja, also mit dem Video haben sie sich dann spontan dazu entschieden, noch eine Runde zu tanzen. Aus dem Kindergarten, ohne Witz, was habe ich mit 5 gemacht? Über nice, Mann. Also da für die Idee auf jeden Fall auch den Win der Woche. Platz Nummer 3 ist von Bullshit TV, da sind die auch im Freizeitpark. Und die. Auch im Heidepark. Da ist einfach so eine Beefy mit. Dieses liebe Würstchen hier sich ein. Die ist 2 Meter groß. Hey, wenn ich in den Freizeitpark fahre, ich auch immer meine Beefy mit. Junge, das sieht so. Und dann reden die und dann kommt einfach immer diese Beefy so ins Bild und sieht unglaublich beschissen aus. Die laufen dann damit mit so T-Shirts durch den Heidepark. Ist das der Heidepark? Ich weiß es gar nicht. Ja, war ein Heidepark. Schon. Ja, war der Heidepark. Ich würde mich so schämen, das Ding ist so Beefy rumzulaufen. Das Ding ist so, an sich, das Placement ist echt eine coole Idee. Da war es halt nicht so wie eben zum Beispiel bei der Deo-Werbung, dass sie einfach nur irgendwas gemacht haben, um ein bisschen Werbung zu machen. Sondern einfach, sie haben halt auch Challenges auf der Achterbahn und so ein Zeug gemacht, was an sich eine coole Idee ist, aber ich feier's einfach, dass da die ganze Zeit eine Beefy dabei war, die einfach so voll groß ist. Die ist halt echt, ich glaube, die ist echt 2,5 Meter groß, die scheiß Beefy. Unnormal nice, aber ohne Scheiß. Okay Leute, Platz Nummer 2 geht an die liebe Katja Kursavage, denn sie hat letztens das absolut geilste Placement EU gemacht, Leute. Katja ist ja ein Real-Life aka Porno-Kanal, sollte ja der ein oder andere wissen, was passt am besten zu einem Videospiele? Gaming, ja! Leute, Katja hat einfach ein Placement gemacht für Far Cry, wo sie dann nach London geflogen ist und einfach in der Höhle Far Cry gezockt hat. Und das war in London? Ja, hat sie doch geschrieben. Hä, das oder? Kann ich auch im Wald hier im Stadtgarten machen. Das Lustige ist halt, am Anfang musste sie halt so Feuer machen und so ein Scheiß, was einfach so voll dumm war und null gepasst hat, Alter. Ich meine, Far Cry ist ein unnormal geiles Spiel und Ubisoft macht auch eigentlich immer richtig coole Placements, aber da, das war wirklich nicht gerade das Beste, Leute. Ich weiß nicht, es hat einfach null gepasst und guckt euch das Video an, das ist einfach zum Verrecken witzig, Mann. Okay, jetzt geht's endlich mal los. Das ist so plump einfach, ne? Man nimmt eine berühmte YouTuberin, Joyce Ilk, und packt die in eine Wurstfabrik und lässt sie das filmen. Fertig! Geilo!
Da wurde sich nicht mal die Mühe gemacht, das einzubauen. Die hat einfach gefilmt, wie Wurst gemacht wird. Und das geht 10 Minuten, das Video. Leute, das Ding ist halt, so Placements sind halt immer eigentlich was Cooles, auch für YouTuber, weil ich meine, Geld verdienen ist halt irgendwo schon cool, gerade wenn man es hauptberuflich macht. Geld ist Geld, alles klar. Ja, Mann, nein, aber auf jeden Fall ist sie einfach, hat ein Placement halt gehabt von einer Wurstfirma und, und war halt einfach in der Wurstfirma und hat gelernt, wie man Wurst macht. Aber Veggie-Wurst, muss man dazu sagen, ne? Ist kein Tier für gestorben. Das Ding ist halt so, Werbung ist halt was Cooles, aber dann mach doch was, was auch passt, Alter. Das wie, würde ich jetzt in der Wurstfirma rumrennen, was bringt denn das, Mann? Oh Mann, ey, das war so lustig, ohne Scheiß. Ich würde mal sagen, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Geil. Das Ganze war wieder eine mega spontane Aktion. Wir dachten uns gerade einfach, komm, wir hauen jetzt mal raus. Und ja, Leute, schaut auf jeden Fall mal bei lieben Klängern vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr gerne atmet, lasst auch einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen hoch da. Ja, ich lasse einen Daumen hoch da. Nice. Haut rein, Leute, ciao. Tschüss.